Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niflheim. Ja, Freunde, wir sind schon unten angekommen. So viele Etagen sind es gar nicht, die wir hier schon uns nach unten gegraben haben. Könnte ein bisschen mehr noch werden. Na, ist hier nichts? Nur ein Durchbruch. Schade eigentlich. Ich dachte, das kann man abbauen, kann man aber nicht. So. Salz ist natürlich super, Freunde, aber Salz kriegen wir natürlich auch super gut gekauft. Wir brauchen Erze. Zum Beispiel sowas hier. Und Pilze. Natürlich, er will Pilze haben. Golderz. Golderz finde ich schon mal super. Golderz ist super. Ja, sieht aus wie Eisenerz. Finde ich auch super. Ton ist auch toll. Jawohl. Und jetzt haben wir hier schon wieder so einen kleinen Durchbruch uns geschaffen. Ach nee, hier hätten wir schon mal nach unten einfach gekloppt. Wir können noch weiter nach links, das finde ich sehr gut. Das finde ich hervorragend. Und dass die Typen da oben rumgammeln und abhängen, finde ich auch super, Freunde. Bleibt ihr mal da oben. Wir sind hier unten. Ich weiß, man kann hier Türen bauen, aber es gab wohl auch mal einen Bug. Da hat man einmal Zeug für so eine Tür mitgehabt und konnte überall Türen bauen. Und er will wieder Pilze. Na gut. So. Unser kleiner Pilzer. Oh, guckt mal hier. Hallo. Das wäre doch mal was, oder? Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Ich weiß, da kommen Spinnen vorne, ist doch gar kein Problem. Die sind relativ langsam, die kann man gut mit Pfeil und Bogen machen. Machen aber Schaden, der sich gewaschen hat. So viel kann ich schon mal sagen. Piss dich, Alter. So. Was haben die denn Schönes hier? Ach, guck mal da. Toll. Toll, Spinnenkokons. Wahrscheinlich können wir uns irgendwann irgendwas kochen, wozu wir die brauchen. Deswegen nehmen wir es mal mit. Wir sehen jetzt leider nicht, wie viel Lebensenergie der noch hat. Wird über ihm angezeigt, schätze ich. Und wir könnten da noch weiter nach links auch. Also wir müssten ihn eigentlich mal platt machen, früher oder später, damit wir weiter nach links kommen. Nun ja, es ist auf jeden Fall eine Option. So, hier ginge es nicht nach unten. Aber wir müssen ja nach oben zu diesem Typen. Oh, guck mal, hier können wir schön noch. Hey, ja, nimm das Zeug mit. Danke. Ja, den holen wir uns schon noch. Den holen wir uns vorne. Da hab ich Bock drauf. Oh, mit Pfeil und Bogen. Wir haben leider nur grobe Pfeile aktuell ausgerüstet. Aber ich denke, den schaffen wir trotzdem. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie weit es hier geht. Ne? Es gibt doch keine Eile, diesen komischen Steintroll da platt zu machen. Wenn es hier so schöne Sachen gibt. Und das sind schöne Sachen, die wir hier finden. Sachen, die wir definitiv gebrauchen können. Und hier könnten wir wahrscheinlich sogar nach unten, oder? Warte mal. Eigentlich. Ja, könnten wir. Na, gucke mal. Ah ja, genau. Pilze, Pilze. Oh, Pilze. Kann mir richtig vorstellen. Ich habe Pilze gefunden. Ich will sie sammeln. Dumpti-dumpti-dumm. Unser kleiner Pilzliebhaber hier, der Niflheimer mit seinen kurzen Beinen. Alter Falter. Ja. So, ich hoffe, heute klappt das wieder alles mit der Aufnahme und der Ton wird nicht und so weiter. Ich habe mal ein paar Einstellungen verändert, in der Hoffnung, dass das jetzt besser ist. Das neue Mikro ist noch nicht da.
Mal gucken, vielleicht wird es damit auch besser. Weiß ich, ob es an der Software liegt oder an der Hardware liegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es ja früher auch nicht diese Probleme. Also beim Händler, Freunde, da hätte ich nochmal Bock auf... auf jeden Fall hätte ich nochmal Bock auf einen Bogen. Und auch auf... Auf eine Hacke. Auf eine noch bessere. Warum denn nicht? So, hier muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. So, wir haben ein bisschen Kupfererz, Titanerz. Wir haben viel Eisenerz gefunden. Bisschen Silbererz. Aber noch nicht genug eigentlich. Hier die ganzen Scheißpilze. Naja, die können hier so in der Mitte bleiben. Wir haben viel Ton gefunden. Das ist auch gut. Ein paar Pfeile. Busy Stein. Ja, wir müssen auch weitermachen, Freunde. Wir müssen noch weitermachen. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Wir haben uns ja hier einen Durchgang gebuddelt. Den benutzen wir gleich mal. Der war, müsste eigentlich gleich kommen. Jawohl, guck mal hier. Zack, geht's einmal runter. Gucken wir mal. Okay. Waren wir hier schon mal, oder was? Ne, geht's hier noch tiefer? Ne. Wie kommt man hier dann noch eine Etage tiefer, meine lieben Freunde? Hier geht's ja... Oh, guck mal, da ist... Da ist auch wieder was. Ich will hier runter. Danke. Hallo, Freunde. So, der Niflheimer ist da. Oh, guckt mal. Oh, das sieht mir aus nach einem Siegel oder sowas. Das wäre ja geil. So, erstmal machen wir die Skelettkrieger platt. Ja, komm mal hier. Na, kommt her. So, dankeschön. Danke, danke. So. Und dann gucken wir uns das mal an. Dumpti-dumpti-dum. Und? Was war's denn? Hallo, wir haben ein Siegel des toten Goldgräbers gefunden. Erzabwurf plus 40%. Wir haben arschvoll Fähigkeiten, Freunde. Das würde ich gerne aktivieren. Guck mal, wir haben keine Fähigkeiten verloren und... Naja, ob das jetzt trotzdem funktioniert, ich weiß es nicht. Ich, mit dem Siegel habe ich das Gefühl, da sind die noch nicht so ganz hundertprozentig dabei. Aber wir haben den Siegel gefunden. Das ist doch toll. Haben wir gemeinsam hier ein Siegel gefunden. Und wissen jetzt, wie es aussieht. Das ist so ein Stein mit so einem Siegelzeichen drauf. Und den muss man einfach abbauen oder sammeln. Und dann passt das schon. Finde ich gut. Finde ich gut, Freunde. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für einen Gegner finden. Oder vielleicht wieder mal eine Quest. Nee, nee. Ist gut. Oh, was macht der denn da? Also bis jetzt sehe ich nichts. Jetzt sehe ich was. Hallo. Oh. Ach, das ist so ein Fuzzi. Der ist natürlich, der ist recht fix gewesen. Was würde man für einen Trank nehmen? Geschwindigkeitstrank plus 52 Gesundheit. Oder hier so ein Zornestrank. Wir müssen uns entscheiden, Freunde, weil es geht nur einer. Geschwindigkeit, ich fände den Geschwindigkeitstrank eigentlich ganz gut. Wir gucken erstmal. Alter Schneetroll! Hallo, mein Freund. Verpiss dich mal. Der hört nicht auf, ne? Der geht, der will nicht. Doch, jetzt. Gut, Freunde. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das dauert ja zu lange. Da sind wir hier noch eine halbe Stunde beschäftigt, das auf die Weise zu machen. Deswegen, Freunde, gibt es jetzt einmal Geschwindigkeitstrank trinken. Und, wobei den hätten wir auch zwischendurch trinken können, dann hätten wir uns gleich Gesundheit gemacht. War jetzt nicht so klug, ne? Egal. Es ist egal, Freunde, es geht trotzdem. Ich dachte, man kriegt so allgemein irgendwie, keine Ahnung, man hat so, sagen wir, 150 Gesundheit, ja, 150 LP Gesundheit hat man.
Und wenn man den trinkt, kriegt man 250 drauf, hat man 400. Also ist auch ein bisschen widerstandsfähiger. Das war jetzt meine Theorie. Ist aber anscheinend nicht der Fall. Also sollte man den wirklich erst trinken. Elixier der Stärke auch nicht schlecht. Sollte man den erst trinken, wenn es losgeht, beziehungsweise wenn man auch so ein bisschen Energie verloren hat. Habe ich verstanden. Danke. So, wir haben hier noch schöne Sachen. Unsichtbarkeitstrank. Ach, das ist wieder so ein Bison-Unsichtbarkeit. Wer braucht denn sowas? So ein Bison ist doch gar nicht so schlecht. Mythische Stiefel, Freunde. Brauchen wir die? Brauchen wir die mythischen Stiefel? Wir haben Bärenstiefel. 1, 20, 10. 5, 20, minus 20. Da behalten wir doch die Bärenstiefel erstmal. Das finde ich besser. Finde ich persönlich besser. So. Ja, toll. Gut. Und wir können hier noch ein bisschen graben. Und wir sind jetzt richtig schnell, gerade weil wir diesen Trank getrunken haben. Ja, toll. Dann machen wir erstmal noch ein bisschen Buddelei. Guck mal, Bergmann. Sehr gut. Noch wirkt das Zeug. Schade auch, dass es hier nicht nochmal angezeigt wird. Ich meine, ne, bei meinem Problem mit Kurzzeitgedächtnissen, weiß das, da weiß ich doch, sag ich mal, 10 Sekunden, nachdem ich das getrunken habe, nicht mehr, was ich da getrunken habe. Von daher wäre das immer eine ganz coole Sache, wenn man hier drauf geht und dann steht hier noch so und so viele Sekunden und das hast du dir da einverleibt. Naja. Mal schauen, wann sie das nächste Update rausbringen. Ist ja auch wieder ein kleiner Entwicklerkreis. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind hier. So ein Team aus, also aus wenig Leuten, die das hier entwickeln. Und dann ist natürlich immer schwierig, da dran zu bleiben und viel zu machen. Bei Sheltered war ja auch ein kleines Team, aber die haben ja dann den Publisher da reinbekommen. Und der hat das Ganze, glaube ich, auf neues Level dann gehoben, sodass die echt regelmäßig da Updates raushauen konnten. Weil sie dann einfach die Manpower und die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen haben. So, hier geht es jetzt nicht nach weiter nach unten. Warum nicht? Geht nicht. Würde ich aber gerne. Guck mal, hier unten ist auch noch so viel zum Zerhacken und ja, ein bisschen mehr Titan und wir schmeißen mal die Pilze schnell weg, oder? Schmeißen mal die Kiste. Wenn das nächste Mal hier so ein Troll vorbeikommt, dann isst er diese Pilze und dann hat er schon mal ein Problem vorne. So sieht es nämlich aus. Dann hat er gleich mal ein Problem und schon mal ordentlich LP verloren. Ja. Liebesgrüße aus Niflheim haben wir da hinterlassen. Ja, ich will hier nach unten. Irgendwo nach unten, bitte. Ich warte hier auf ein grünes Zeichen. Auf ein Go. Nee, das ist nur ein Pilz-Go. Pilz brauchen wir nicht. Ich will hier irgendwie eine Etage tiefer. Das muss doch gehen. Nee. Nee, geht's ja nur nach oben. Jo. Feuerkörbe können wir auch nicht mitnehmen. Guck mal hier vielleicht. Danke. Nee. Das ist schon super. Na wunderbar, guck mal da. Gleich was gefunden. Jo, und weiter geht's. No, da geht nichts vorne. Ach Mensch, hör mal auf. Hör mal auf, nein. Da lang. Danke. Ja, der wird noch ein bisschen so. Der Trank ist jetzt vorbei. Ich weiß. In den Dungeons kann man immer besser überleben als in den Minen. Das liegt einfach daran, dass es da mehr Essen gibt. Hier gibt es immer nur. Oh, er zeigt an, aber er macht nichts. Will er nicht. Gut. Hier gibt es immer nur so Tränke, ne? Die man findet in den Kisten. Aber nichts zu essen. Und Essen ist einfach entscheidend.
Nun gut, aber wir haben jetzt ein paar Hühner und mit Eiern und trockenen Samen können wir uns jetzt auch selber Brot machen. Das heißt, wir sind ein bisschen variabler und wollen natürlich die Küche auch noch weiter ausbauen. Aber dazu brauchen wir halt hier ein bisschen Zeugs. Ich weiß gar nicht mehr, was wir brauchen. Eisen war das? Titan? Titan oder Silber oder sowas? Bisschen Silbererz hätten wir, ein bisschen Titanerz hätten wir auch. Also wir haben schon das ein oder andere uns hier jetzt erarbeitet. Mal gucken. Was uns hier noch erwartet? Wir haben den Siegel gefunden, Freunde. Wenn das nichts ist. Ach du Scheiße, hier sind so viele Spinnen jetzt. So, mal Schwert jetzt und los geht's. Große Feuerspinne. Die geben wieder so wenig Fleisch. Lohnt sich doch wieder nicht. Hier, mit 10 LP. Na gut. Ja. Besser als nichts, ne? Zack, wird auch noch schnabuliert. Salz. Gut. Wir haben irgendwie ganz am Anfang uns mal Salz gekauft und davon zehren wir noch immer. Und natürlich finden wir immer zwischendurch was. Ich weiß. Ha? Ja, die Vorräte natürlich auch ausgebaut. Man braucht auch nicht Salz für alles zum Kochen. Allerdings, ich glaube, man braucht mindestens 2 Zutaten und eine davon ist dann halt Salz. Ne? Also wenn du so ein schönes, rohes, gekilltes Hühnchen hast, brauchst du auf jeden Fall... Nee, mitnehmen bitte. Brauchst du auf jeden Fall noch Salz, um das herzustellen. Von daher... ist Salz schon eine wichtige Zutat. Gerade am Anfang war das schon eine ganz wichtige Sache. So, guck mal, reden wir vom Salz. Vielleicht sollten wir mal, also Silbererz. Silbererz ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Titanerz, Freunde, zum Upgraden unserer Minen. Wir sollten mehr über die Sachen sprechen, die wir finden wollen. Das ist positive, keine Ahnung, gibt es einen Begriff in der Psychologie. Man redet von und sagt, dass das klappt und dann trifft es auch ein. So funktionieren ja auch diese ganzen, weiß ich nicht, gibt's noch 9 Live? Astro TV? Ja. Wie ist es denn mit dem Geld? Du wirst einen Gewinn haben. Ich sehe da einen Gewinn. Wie hoch denn? Das kann ich nicht, aber ich sehe einen Gewinn. Ich sehe auf jeden Fall einen Gewinn. Und es wird auch, du wirst wieder einen Job finden. Du wirst wieder einen Job finden, aber du musst eine Bewerbung schreiben. Schreib eine Bewerbung. Und dann wirst du einen Job finden. Wann denn? Ich sehe es so, Mitte des Jahres. Ja, rein statistisch ist einfach dann schon die Beschäftigungszahl höher, ne? Auch so gerade so bei Saisonarbeiten und sowas. Mitte des Jahres sehe ich einen Job. Du musst dich bewerben. Schreib jetzt Bewerbungen. Geh zur Bundesagentur und dann wird das gut. Oh, guck mal, Freunde, was haben wir denn da gefunden? Mal eben ein Amulett, oder was? Ja. Mensch, Freunde, das hat sich doch gelohnt. Ein Siegel, ein Amulett, das wir auch gleich aktiviert haben. Und trotzdem sind hier keine Fähigkeitspunkte weggegangen, was mich ein bisschen stutzig macht. Und auch die Tatsache, dass unser Verkaufsamulett auch nicht so richtig gefunzt hat, was wir ja uns schon mal aktiviert haben. Trotzdem können wir die Wolfshelme nicht teurer verkaufen. Mehr Erzfunde. Ich meine, wir haben theoretisch, Freunde, 40% mehr Erzabbau. Erzabwurf. Achso, Erzabwurf. Das bedeutet wahrscheinlich hier bei den Viechern da unten. Oder was bedeutet Erzabwurf? Zählt das hier auch als Abwurf? Ich weiß es nicht. Gut. Minen waren super. Minen waren super und, wie gesagt, positiv und bla bla bla. Die werden auch in der nächsten Folge noch super, die Minen. Und da werden wir hier, wenn wir gerade dabei sind, Freunde, und hier unten, da, die müssen wir auch nochmal wegbrezeln. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss, dein Lumi.